Die Gitarrenschule Westfalen präsentiert die heilige Lucia beim ersten Friedrichs-Adventsmarkt an der Friedrich-Spee-Gesamtschule in Paderborn. Dort hat sie bei wundervollem verschneiten Winterwetter am 2. Dezember weihnachtliches Licht auf den Markt und zu den Besuchern und Ausstellern gebracht. Aber auch bei unserer traditionellen Lucia-Feier in Dörenhagen hat die Heilige, die dort mit ihrem Licht schon viele Jahre die dunkle Kirche am Freitag vor dem dritten Advent erhält, nicht gefehlt. Dabei wurde es auch zum Vergnügen der Kinder natürlich musikalisch. Und wir haben mehr von den kleinen Wichteln erfahren, die in der schwedischen Weihnachtsnacht im Hause unterwegs sind. Außerdem gab es dieses Mal ehrwürdige Verstärkung aus dem Morgenlande. Die drei weisen Könige haben von ihrer beschwerlichen Reise zur Krippe singend berichtet und es gab die alljährlichen Geschichten über Weihnachten, wie es in alter Zeit hier und im Norden begangen wurde. Und auch die frohe Botschaft über die nahekommende Geburt des Christuskindes wurde natürlich wieder verkündet. Die musikalischen Ausflüge durch die verschiedenen Jahrhunderte und durch viele Lande des Erdkreises wurden begleitet von unseren Dozenten und Musikgruppen wie dem Gitarrenensemble Paderklang und dem Paderborner Luzienchor sowie von Schülern und Freunden unserer Gitarrenschule Westfalen. Es war uns wieder einmal eine große Freude, dem Publikum Bekannte wie Unbekannte, zum großen Teil aber vor allem schwedische Stücke zu interpretieren. Und vielleicht machen diese Bilder und Tonaufnahmen euch, die ihr nicht live dabei wart, ja auch gespannt auf das nächste Mal, wenn Santa Lucia in die ostwestfälischen Lande kommt. Oder ihr ladet sie einmal ein zu eurem Adventsmarkt, so wie es die Stadt Salzgotten in den Jahren 2019 und 2022 oder die St. Jakobus-Gemeinde zum Breckerfelder Weihnachtsmarkt 2017 schon getan hat. Bis es soweit ist, wünsche ich allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2024. Mögen wir den göttlichen Frieden empfangen und unseren Mitmenschen daran teilhaben lassen. Und wenn ihr mehr über die Lucia und das Lucia-Fest, wie es in Schweden gefeiert wird, erfahren möchtet, empfehle ich euch das Video, welches im Abspann und unten im Text verlinkt ist. Alles Gute wünscht euch Sebastian von der Gitarrenschule Westfalen.